Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Es geht eigentlich nur um so ein kleines 2D-Game, und das ich in den letzten 3 Wochen ungefähr programmiert habe. Das ist sehr simpel, also schon mal jetzt erwähnt, das ist sehr simpel. Das ist auch nicht wirklich schwer zu machen. Aber ich wollte halt nochmal so ein kleines 2D-Game machen, allein von den. Ja, von dem Code her, um das alles nochmal zu wiederholen und nochmal alles richtig einzuprägen. Okay, also ich habe das Projekt in 2 Klassen unterteilt. Einmal ist es natürlich hier die JFrame-Klasse, die das ganze Frame dann ausgibt. Auch hier natürlich Swing importiert. Dann habe ich die 2. Klasse für die ganzen grafischen Sachen gemacht. Also allein der Code, die Intelligenz, sage ich mal, und natürlich auch die Bugs, die werden darin alle behoben. Ja, wenn man jetzt wirklich was richtig Großes programmiert, ist klar, dass man so ein Spiel in mindestens 5 Klassen unterteilt. Ich habe es, wie gesagt, jetzt nur in 2 gemacht. Hier habe ich Sachen importiert, wie zum Beispiel Random. Random ist in diesem Fall sehr wichtig, weil die Coins, also vom Spiel, diese Münzen, die werden ja immer automatisch generiert. Ich zeige euch das einfach mal, weil das ist schwer, das zu erklären. Hier seht ihr schon mal, seht ihr die ja, Münzen, die Coins nennen wir die hier. Das ganze Spiel heißt Search the Coins in der Alpha-Version 0.1 und halt, ihr habt im Moment einen Score von 0. Dieser erhöht sich immer, wenn ihr zum Beispiel einen Tastenanschlag macht, so wie hier. Also ihr könnt mit den Pfeiltasten links und rechts Tastenanschläge machen. Wenn ihr nach hinten geht, bekommt ihr keine Scores. Wenn ihr nach vorne geht, natürlich schon. Dann seht ihr hier halt die Coins, einmal den blauen, der sollte eigentlich sehr selten auftreten. Das bedeutet, ja, in einem 20. Fall ungefähr sollte der auftreten, aber der fällt jetzt ungefähr in jedem zweiten Fall auf. Also ja, sehr buggy noch. Wenn man jetzt über dieses Coin drüber fährt, seht ihr, das Ganze erhöht sich immer um 5000. Also das wird sich immer erhöhen, je nachdem, was das für Coins sind. Im Moment haben die einen konstanten Wert von 5000. Der wird sich aber irgendwann mal ja automatisch generieren, irgendwann mal in anderen Versionen. Ihr seht jetzt, ich habe jetzt 132 Scores so, und ich habe ja gerade ein Coin erwischt, also so eine Münze erwischt, die mir 5000 Scores dazu bekommen, zugegeben hat. So, ihr seht auch jetzt diesen blauen Coin, der gibt ganze 100.000 Punkte. Und das ist wirklich schon sehr viel. Okay, jetzt habt ihr halt hier so ein Finish. Ihr geht durch und da steht halt sauber, dein Endscore ist 125.998. Ihr könnt dann mit Enter nochmal neu machen, also neu beginnen. Das Ganze hat natürlich jetzt noch keinen wirklichen Fun-Faktor. Das kommt natürlich irgendwann mal, wenn ich mal wieder Zeit finde dafür. Aber das war halt auch so die grobe Idee, die ich ausgearbeitet habe, die auch jetzt natürlich steht und die man weiter programmieren kann. Viele Bugs sind natürlich noch. Zum Beispiel kann man, wenn man nach vorne geht und wieder nach hinten geht und dann wieder nach vorne geht, bekommt man natürlich die Scores auch, die man da zurücklegt. Also das einerseits ist die linke Maustaste natürlich für diesen Fall sehr, ja, unpraktisch, weil man bei einem Spiel natürlich nicht zurück kann. Das ist halt so als kurze Information, falls euch das interessiert. Der Code wird, ja, würde ich sagen, auf Anfrage gebe ich den wohl raus, ist ja kein Ding, ist ja auch nicht so viel, sind ja hier nur 2 Klassen. Die eine Klasse, würde ich sagen, hat ungefähr so, ja, wie viel sind das? 800 oder 1000 Zeilen, wenn nicht. Noch nicht mal, glaube ich. Aber halt, ja. Das ist auch das grobe Video schon gewesen. Das Video zu meinem Spiel. Ja, zu meinem programmierten Spiel. Und ja, dann war es das auch.